von 0 auf 100 ist vielleicht nicht die passende Beschreibung für den Karriereweg des jungen Kutsuki. Immerhin ist das Niveau in der Regionalliga nicht das schlechteste. Aber der Weg aus der zweiten Mannschaft war für den 22-Jährigen dann doch schon eine Reise mit Hochgeschwindigkeit. Ja, for me it's crazy. Das ist total verrückt. Letztes Jahr habe ich noch bei den Amateuren gespielt und jetzt spiele ich auf einem Top-Niveau in einem Bundesliga-Team. Wenn ich 100% Leistung zeige, dann war es natürlich ein Ziel, einen Profivertrag auf Schalke zu bekommen. Seit letzter Woche ist es Realität. I have it. Soichiro Kutsuki ist beliebt. Allein in den Testspielen zeigte der Japaner, was in ihn steckt. Kann man diesen Hype als junger Spieler gut verkraften? It's a difficult question. Oh, das ist wirklich eine schwere Frage. Ich denke immer noch gleich, da hat sich nicht viel verändert. Ich gebe eben jeden Tag mein Bestes. Unterstützung bekommt Kutsuki von seinen Mannschaftskollegen, besonders aber von Maya Yoshida. Yeah, it's crazy. Every day I learn to him. Ja, das ist schon total verrückt. Ich bin jetzt jeden Tag bei ihm. Letzten Monat habe ich mit ihm zusammen gespielt. Immerhin ist er der Kapitän der japanischen Nationalmannschaft, hat über 100 Länderspiele. Das ist schon was Besonderes. Für die Eltern des jungen Kutsuki war der Werdegang ebenfalls ganz besonders, ja sogar überraschend. Mein Vater und meine Mutter konnten es nicht glauben und wenn ich ehrlich bin, meine Mutter kannte Schalke gar nicht. Das war eine Riesenüberraschung. Surprise.